Berlin ist ein Rechtsstaat, wie so vieles hier in Deutschland aus Amerika kommt, es steht frei. Und ob es auch frei stehen bleibt, das werde ich jetzt in den nächsten Minuten ausprobieren. Allerdings, bevor man an ein solches Gerät geht, wissen Sie aus dem Schulunterricht, aus dem Sportunterricht, macht man Gymnastik. Eine solche Gymnastik dauert so ungefähr 20 bis 30 Minuten. Ich stelle gerade fest, so viel Zeit habt ihr nicht mitgebracht. Habe ich mir irgendwo auch gedacht. Aus diesem Grunde habe ich eine Kurzform einer solchen Gymnastik für Sie mitgebracht. Da gibt es zum Beispiel Bewegungen wie diese. Oder auch diese. Das sind alles so Bewegungen, die können Sie bequem morgens gleich nach dem Aufstehen machen. Insbesondere dann, wenn Sie schon einen Termin bei Ihrem Hausarzt haben. Wenn Sie dann aber eine Etage höher wollen, würde ich Ihnen schon empfehlen, vorher die eine oder andere Turnstunde besucht zu haben. Denn dann geht das eingemacht. Ich werde mich jetzt erst einturnen. Einturnen heißt, die Bänder, Sehnen und Gelenke an die Belastungen gewöhnen einerseits. Andererseits muss ich auch den Griff testen hier an dieser Reckstange. Zu diesem Zwecke habe ich das Magnesium. Würde ich das nämlich nicht nutzen, könnte es durchaus passieren, dass ich einen Abgang mache zu einem Zeitpunkt, wo Sie und ich noch gar nicht damit rechnen. Was wiederum zur Folge hätte, dass ich dieser Dame hier um die Ohren fliegen würde. Aber wenn ich vorbeikomme, machen Sie doch die Arme auseinander und fangen mich auf. Ich merke gerade, vor 30 Jahren werden das auch lieber gewesen. Aber gut, da müssen wir alle durch. Jetzt habe ich noch eine Frage. Hinten mal, Geraldine. Ich muss nämlich das Magnesium hinhalten, damit mit der Geraldine geht es natürlich umso besser. Ich werde mich erstmal einturnen. Wie gesagt, dann werde ich das mal testen, da ist die Haltung auch noch ein bisschen lockerer. Und dann geht es gleich weiter mit dem Reckriemchen. Hier kann ich mich auch recht ordentlich festhalten. Und ich habe sogar noch eine Hilfestellung. Der Edgar, der hinter mir steht, der Herr mit der Brille, der wird mir dann assistieren, mich hochheben. Und sollten Sie nachher auch mal Lust bekommen, an dem Reck zu turnen, da ist der Edgar für Sie bereit. Edgar! Für alle diejenigen unter Ihnen, meine Damen und Herren, die nicht jeden Tag eine Turnhalle aufsuchen, will ich ganz kurz erklären, was als nächstes geschieht. Ich werde also eine Übung machen, wie man sie so bei Meisterschaften sehen kann. Unter anderem wird enthalten sein eine Riesenfelge, freie Felge und der Abgang, ein Doppelsalto rückwärts, hierher auf diese Matte, wahrscheinlich. Und im Anschluss daran habe ich vor allem noch eine Überraschung für Sie bereit. Aber darauf komme ich dann auch erst im Anschluss an meine Übung zu sprechen. Jetzt bin ich der Meinung, habe ich Sie genug mit meinem tonleuchten Akzent hier beschäftigt. Vielleicht darf ich noch ganz kurz. Sie wissen ja, die Hohenloher sind keine Schwaben. Das ist da, wo die Franken Schwäbisch schwätzen. Oder anders ausgedrückt, man muss Gott für alles danken, auch für einen Unterfranken. So, habe ich Sie nicht wiederholt. Der Edgar steht bereit. Da dran. Dann muss ich halten. Also. Ich gebe ja zu, ich habe von einer Überraschung gesprochen. Aber mit der Überraschung meinte ich eigentlich heute hier. Eine Welturaufführung zu zeigen und dich nicht vorzuführen. Also umgestanden, das sieht nicht sehr vielversprechend aus. Eberhard, ich will auch mal an diese Teppichklopfstange gehen. Das ist ein ausgewachsener Dreck. Und ich möchte dich bitten, jetzt nochmal schnell den Platz zu verlassen. Ich wollte eine Welturaufführung zeigen, nämlich den dreifachen Koblenzer. Nein, Eberhard, ich mach mich erstmal ein bisschen heiß. Einen Moment. Meine Damen und Herren, das ist ausgesprochen peinlich, dass ausgerechnet jetzt in diesem feierlichen Moment, wo ich eine Welturaufführung...
Weckst du dich morgens überhaupt oder wie ist das? Also die Uraufführung zeigen wollte, dieser Chaot, haben Sie, kann man Sie sagen, stört. Moment! Das ist unglaublich. Also. Ivan! Ja. Ich gehe jetzt da hoch und du passt unten auf, damit da oben nichts passiert. Ist in Ordnung, ich passe also unten auf, damit da oben nichts passiert. Also, sag mal, wird man nicht so immer turnen. Und. Los geht's. Und. Ivan, pass auf! Ja, ich bin hier. Ivan, Vorsicht! Keine Sorge, ich hab alles in meinem Griff. Ivan! Und? Hilfe! Wow! Ach, gut, halt! Ja, 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 ja. Hilfe! Ich bin auch der Riesen! Direktor! Ich bin nicht gekannt. Mann! Aber sonst geht's mir gut, ja? Das war noch nicht alles, jetzt geht es richtig los. Ach, ich hab's befürchtet. Ivan, ich will dann nochmal hoch. Ist in Ordnung, nur dieses Mal gebe ich etwas mehr Hilfestellung, das war mir gerade eben zugeteilt. Einmal. Ja, nimmst du noch ein bisschen Schwungsalbe? Ja. Alles klar. Einmal. Also dann, leg los. Und. Bitte schön. Andere Seite. Und hab ihn. Nein! Vielen Dank. Nein, Ivan, ich gehe dann nicht mehr hoch. Ja, was ist los? Das ist der Grund dafür. Ivan, ich geh da nicht mehr, ich hab solche Angst, mir schlägt mein Herz nach hinten aus. Na ja, gut, das ist das Argument, das jetzt. Ivan, kann ich einen von denen damit hochnehmen? Das sind alles Turnerinnen und Turner, oder? Kommen die Letzten oder gehen die Ersten? Die machen das jetzt so. Wie? Ivan, die können sich das ja angucken, du gehst da hoch. Ich geh da hoch, ja. Okay, und wie geht's weiter? Ich geh da rüber und du gehst dahin. Und die Leute passen unten auf, damit da oben nichts passiert. Ja, das schon. So. Also dann, so ein bisschen Schwung sein dazu und ja. Okay. Und los, ja. Ganz hoch. Und? Ganz hoch. Und ja. Los jetzt. Also, geht Ivan, ja. Du brauchst keine Angst zu haben, da passiert nichts. Danke, Edgar. Danke. Bei 3, 1, 2, hopp. Super. Jemand? Hoffentlich hält das Ding. Jemand? Und 1, 2, 3. Ja, Eberhard. Ja. Und das schauen wir dir. Eberhard. Das haben wir dir in deinem hohen Alter gar nicht mehr zugetraut. Ja, du sprichst gerade sehr unerfreuliche Bildung. Du machst jetzt einfach nur so rum. Ja, ist doch. Ihr könnt alle stehen bleiben, der fliegt meistens zu mir weg. So ist das. Der Worte sind genug gewechselt. Ja. Jetzt lass Taten folgen. Ja. Und ab geht's. Und los! Hilfe!